Moin Moin und herzlich willkommen bei Miluba Outdoor. Wir machen heute einen Burger. Burger geht eigentlich immer. Und wir machen einen gefüllten Camembert Burger mit Serrano Schinken. Hier ist er schon. Und wenn ihr wissen wollt, wie wir den gemacht haben, ja, dann bleibt dran. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Los geht's. So ein paar Sachen brauchen wir für unsere gefüllten Camembert-Burger in Serrano-Schinken. Da haben wir hier natürlich den Serrano-Schinken einmal. Wir haben Pfeffer und Salz zum Würzen vom Hackfleisch. Das haben wir hier. Das ist Rinderhack, was wir hier haben. Genauen Mengenangaben findet ihr in der Videobeschreibung. Müsst ihr aber auch selber gucken, wie groß ihr die Patties haben wollt. Müsst nicht zwingend das machen, was ich jetzt hier verwende. Das Hack reicht auf jeden Fall für mehr als diese beiden Burger. Vielleicht machen wir auch noch ein paar mehr nachher. Hier habe ich so ein Burgergewürz. Nehmt da, was ihr da habt oder mögt. Ansonsten verlinke ich euch alles wieder unten in der Videobeschreibung, was wir hier nehmen. Ich habe ein paar Wildpreiselbeeren da. Und ich habe hier einen Camembert. Und zwar den Camembert, den würde ich an eurer Stelle ein bisschen vorbereiten. Und zwar möchten wir nur den halben Camembert nehmen. Und zwar nicht so, sondern so, weil ansonsten wird es mir doch zu viel und zu käsig und läuft dann zu sehr raus. Von daher würde ich vorschlagen, ihr schneidet den einmal so quer durch. Und packt den einfach schon mal in den Frost ein bisschen, damit er ein bisschen fester wird. Dann habt ihr nämlich ein bisschen Zeit gewonnen, wenn es nachher geht, Temperatur in den Burger zu kriegen. Ich tausche das mal aus und zeige euch das mal, wie ich das meine. Ich habe das nämlich schon gemacht mit dem anderen. Dann sieht er so aus hier. Ja. Und da unten ist der andere. Prima. Ein paar Jalapenos, wer möchte, ein bisschen Schärfe reinzubringen. Zwei Burgerbrötchen. Und ein bisschen Salat, um zum besseren Verarbeiten nachher von dem Hack, weil der Käse muss ja da rein, habe ich hier ein bisschen Backpapier. Gut, das war's dazu. Der Grill heizt schon an. Wie wir da vorgehen, zeige ich euch gleich. Erstmal würzen wir unser Hack. Ja, das mengen wir jetzt gut durch. Ich denke mal schon, dass wir das so 5 bis 10 Minuten durchmengen, weil wir hier eine gute Bindung drin brauchen. Ich habe mit Absicht jetzt kein Ei reingepackt. Wir brauchen eine gute Bindung drin, denn ja, aufgehen sollte uns das nicht, denn wenn der Camembert nachher drin ist, der fließt natürlich raus. Ja, um uns da so ein bisschen Vorsprung zu geben, habe ich den eingefroren. Erklärt sich aber sicherlich beim Herstellen gleich noch. Ja, wir melden uns wieder, wenn ich den ordentlich durchgeknetet habe hier. Junge. So knapp 5 Minuten, denke ich, habe ich jetzt geknetet. Das kalte Hack und, boah, Alter, Alexa, schreib auch mal eine To-Do-Liste. Mehr Oberarme trainieren. Junge. Gut, aber wenn wir hier sehen, ja, das Fett zieht so ein bisschen Fäden hier. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen dafür, dass wir dann auch eine ordentliche Bindung haben da drin. Und ja, ich denke, es soll jetzt genügen. Ja, dann nehmen wir uns mal unser Backpapier und fangen an. Ja, ich habe mir mal so ein bisschen Hack hier genommen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das, wenn es zu viel ist, na gut, dann nehmen wir ein bisschen was weg, wenn es zu viel ist. Und drücken das hier so ein bisschen auseinander. Also ihr seht schon, ich mache das auch mal so nach Gefühl. Ich wiege das jetzt nicht extra ab. Das kann man gerne machen. Aber ich kann euch nicht sagen, wie viel ihr da nehmen sollt. Das macht dann wieder nach Gefühl. Ihr wisst ja, der Käse, den haben wir einmal halbiert, der ist also nicht so dick. So, und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie ein Stück hinbekommen, ja, was so in einem gesunden Verhältnis steht. Ihr wisst, was ich meine. Das klappen wir hier dann hoch, hier oben drauf. Ja. Hier noch hoch. Das ist ein bisschen viel gewesen. Ja, ich habe mir den jetzt so ein bisschen zurechtgedrückt, wie ich ihn gerne haben möchte. Und ja, merke mir auf jeden Fall, wo oben ist, denn da ist der Camembert offen und da kann er auslaufen. Nach unten hin kann er ja nicht weg. Da haben wir ja die Schicht des Camemberts drin. Das sieht gut aus. Und so geht der jetzt einmal zum Bilden von Restaromen auf den Grill und kriegt mal richtig Feuer. Dafür nehme ich eine Feuerplatte, was erzähle ich denn? Dafür nehme ich so eine gusseiserne Platte, muss man nicht nehmen, aber ja, hau ich den drauf, gucken wir es eben an. So, nochmal ein bisschen
Trendspray drauf. So, und dann legen wir unseren Patty erst mit der Oberseite mal drauf und knuspern ihn ein bisschen an. So, der ist jetzt pompöser geworden, als ich ihn eigentlich haben wollte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte ihn gern ein bisschen filigraner gehabt. Naja, vielleicht läuft er noch ein bisschen ein. Gut, ansonsten haben wir mehr Fleisch als gewollt. Besser als umgekehrt. Besser als umgekehrt. Wo wir schon gerade dabei sind und hier stehen, können wir auch noch mal die Burgerbrötchen ein bisschen anrösten. Wie gesagt, das soll jetzt nicht durchgaren, sondern es soll einfach nur ein paar Röstaromen an die Sache bringen. Schaut gut aus, dann suchen wir uns eine neue Stelle hier. Und die sollten dann gut sein. Hoppla, die Kollegen. So, das ist er von beiden Seiten. Lasse ich ihn so jeweils 30 Sekunden oder was hier nochmal. Ihr seht, hier haben wir die Röstaromen dran. Hier ist es natürlich noch rosig an der Seite. Das ist aber auch in Ordnung so. Denn die eigentliche Hitze, die holen wir ihm, geben wir ihm nachher. Ja, das reicht uns. Wir regeln den Grill gleich mal auf indirekte Hitze ein, denn die werden wir gleich brauchen. Und das Patty kann runterholen. So. Hier kommt unser Patty jetzt erstmal hin. Das hat Zeit. Das ist auch egal, ob das jetzt abkühlt oder nicht. Ist sogar Ziel, dass es abkühlt. Ich gehe davon aus, dass unser Käse drin noch nichts von der Hitze abgekriegt hat. Und dann wird es mal Zeit, den Serrano-Schinken aufzumachen. So, da setzen wir den Kollegen mal drauf. Dann geben wir als erstes was von dem Burgergewürz rüber. Ein paar von den Jalapenos. Ich denke, das reicht mir so. So, und dann nehme ich noch mal eine Scheibe oder zwei von dem Schinken. So, und wickel ihn hier einmal ein, dass uns da nichts abhaut. Wer möchte, kann da auch Bacon nehmen. Das geht natürlich auch. Ja, hier geblieben. Freunde, hier geblieben. Genau, und jetzt schlagen wir die Sache hier ein. Oh, der ist abgegangen. Na, komm her. Sieht's gut aus? Den? Ach, komm her. Den essen wir gleich. Ja, so sieht's gut aus. Und so geht der Kollege jetzt auf den Grill. Ich würde sagen, ja, 20 Minuten, 180 Grad, können wir dem mindestens geben. Das gucken wir nochmal nach. Ja, und wir sehen uns am Grill wieder. So, dann geben wir den Patty hier drauf. Werde ihn ab und zu mal drehen, damit der Käse es schwerer hat, sich einen Weg zu finden daraus. Aber ich sage mal, 20 Minuten muss der mindestens haben bei 180 Grad. Vielleicht auch noch ein bisschen mehr, wir schauen dann mal. Ja, in der Zeit, wo unser Patty auf dem Grill ist, haben wir ein bisschen Zeit und da werden wir uns mal um das Burgerbrötchen kümmern. Ich habe hier die Preiselbeeren, schmiere ich mir einmal hier schon mal dünn drunter. Ich gebe nachher auch noch welche dann auf die auf das Hack selber drauf. Genau so. Ich sehe schon, das Brötchen könnte echt ein bisschen klein sein. Ich habe so den Vergleich gezogen, will ich euch mal zeigen. Als ich vorhin einkaufen war, ich habe gedacht, so und so, das passt ja irgendwie, aber dass durch das Hack natürlich noch deutlich breiter wird, das habe ich irgendwie nicht auf der Kette gehabt. Gut, besser als umgekehrt, ne? Zu viel Brötchen und zu wenig Hack. Dann nehmen wir uns unseren Salat und zuppen uns den mal so ein bisschen zurecht hier, dass das da gut drauf aussieht. Da kann ruhig einiges drauf, dass so ein klein bisschen knackt beim Burgeressen durch den Salat, finde ich das eigentlich ganz, ganz nett. So, wenn wir den ein bisschen überlegen, dann lappt auch noch so ein bisschen was raus, wenn wir das Patty drauf haben. Mal gucken, ob das eingeht oder nicht.
So, so muss es aber auch reichen, soll ja kein Salat werden. So, eine gute halbe Stunde ist jetzt um und ich nehme es vorweg. Haha, der ist fertig. Den habe ich ein paar Mal gewendet. Den haben wir schön kross hier draußen, den Serrano-Schinken. Der Camembert ist nicht rausgelaufen, der ist schön drin geblieben. Das haben wir relativ gut gemacht. Jetzt lobe ich mich schon wieder so viel, aber es ist echt gut geworden. Schön saftig das Fleisch, hier läuft es noch raus. Ja, und jetzt basteln wir unseren Burger zusammen. Zeit ist um. Ding, ding. Und der Patty ist ein klein bisschen eingelaufen, ist immer noch natürlich überdimensional groß für das Burger-Patty, aber haha, ja, mit dem bin ich einverstanden. Das gefällt mir gut. So, oben drauf, optional, ich möchte es gerne noch ein bisschen von diesen Preiselbeeren, das mag ich sehr, sehr gerne, die Wildpreiselbeeren. Und dann soll er fertig sein. Ein Dach braucht er noch, ein Dach. Okay, man hätte tatsächlich die größeren Burger-Patties nehmen können. Aber das macht nichts. Ein Herrenburger, würde ich sagen. Ja, und bevor wir den probieren, werden wir ihn erstmal anschneiden. Ja, wir werden den jetzt mal durchschneiden, schauen mal gemeinsam rein. Dann werde ich den essen mit meinem Kameramann und dann sehen wir uns wieder zum Fazit. Heute mal eine kleine andere Reihenfolge, weil ich möchte nicht, dass ihr seht, wie ich das esse. Das gehört wahrscheinlich in den Ü18-Bereich. So, wir schauen mal rein. So, da sind wir durch. Ich klappe mal auf und ihr dürft schauen und... So, Kameramann, Kamera weg. Ja, ihr Lieben, was soll ich sagen? Der Burger ist verputzt. Ich müsste überall noch glänzen im Gesicht und an den Händen. Und was soll ich sagen? Es war einer der besten, wenn nicht der beste Burger, den ich jemals aß. Richtig lecker. Mit diesem Serrano-Schinken darum, das hat der ganzen Sache so eine Note gegeben. Ich wollte erst Bacon nehmen. Ich bin froh, dass ich mich für diesen Serrano-Schinken entschieden habe. Und dann dieses Einfrieren von dem Camembert, das war richtig gut. Der ist also nicht rausgelaufen, habt ihr ja gesehen. Ja, der war in der Mitte noch komplett so drin. Also wirklich richtig, richtig lecker. Vergesst nicht, diese Preiselbeeren zu nehmen. Die haben der ganzen Geschichte noch eine richtig schöne Note gegeben. Ihr merkt, ich bin begeistert. Ich rate euch, das gerne mal nachzumachen. Wünsche euch da viel Spaß bei und schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr es nachgemacht habt, ob ihr das genauso genial fandet wie ich oder auch wie wir. Mein Kameramann war auch total begeistert. Er wischt sich auch noch den Mund ab hinter der Kamera. Wir machen jetzt den zweiten oder den dritten Burger davon auch noch so. Und zwar, wenn wir den ganz genauso machen, es wird nichts verändert, weil der war einfach nur genial. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Bock habt auf ein paar mehr Videos von uns, hier haben wir überall noch mal welche stehen, könnt ihr gerne anklicken, euch noch ein paar mehr Sachen anschauen. Ansonsten gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Video. Zumindest hoffe ich das. Bleibt sportlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.